Zahnla 1/4 Zecken kann in aus verschiedenen GAA 1/4 den entstehen, sei es durch Karies, Unfalli oder genetische Veranlagungen. Um diese La 1/4 Zecken zu schließen und das ästhetische Erscheinungsbild des Mundes zu verbessern, sind Zahnbra 1/4 Zecken eine beliebte Lassung. Doch welche verschiedenen Arten von Zahnbra 1/4 Zecken gibt es eigentlich? In diesem Video stellen wir Ihnen einen AO-Überblick A1/4BER die verschiedenen Arten von Zahnbra 1/4 Zecken geben. 1. Die konventionelle Zahnbra 1/4 CKI. Die konventionelle Zahnbra 1/4 CKI ist die klassische Form der Zahnbra 1/4 CKI und wird verwendet, um eine oder mehrere fehlende ZA-Ni zu ersetzen. Dabei werden die benachbarten ZA-Ni des Zahnla 1/4 CKI mit Hilfe von Kronen A1/4 Bergrund und dienen als Anker FA1/4 Erdibra 1/4 CKI. Die K1/4 östlichen ZA-Ni werden dann zwischen den Kronen befestigt und FA1/4 so die La 1/4 CKI im Gebiss. 2. Die Maryland Bra 1/4 CKI. Die Maryland Bra 1/4 CKI ist eine minimalinvasive Alternative zur konventionellen Zahnbra 1/4 CKI. Dabei werden die benachbarten ZA-Ni nicht A1/4 Bergrund, sondern mit sogenannten Fla 1/4 Gellen versehen, die auf der Ra-1/4-Seite der ZA-Ni befestigt sind. Die K1/4 östlichen ZA-Ni werden dann mit Hilfe dieser Fla 1/4 Gel an den benachbarten ZA-Ninen fixiert. Die Maryland Bra 1/4 CKI ist besonders geeignet FA1/4 kleinere La 1/4 Zecken im Gebiss. 3. Die Langzeit Bra 1/4 CKI. Die Langzeit Bra 1/4 CKI, auch bekannt als Teleskop Bra 1/4 CKI oder implantabgetragene Bra 1/4 CKI, ist eine besonders langfristige und stabile Lassung FA1/4 fehlende ZA-Ni. Dabei werden Implantate in den Kieferknochen eingesetzt, die als feste Basis FA1/4 die Bra 1/4 CKI dienen. Die K1/4 östlichen ZA-Ni werden dann auf den Implantaten befestigt, wodurch eine sehr natte 1/4erische und stabile Lassung entsteht. 4. Die 4. Bra 1/4 CKI. Die 4. Bra 1/4 CKI ist eine spezielle Form der Zahnbra 1/4 CKI, die verwendet wird, um mehrere fehlende ZA-Ni zu ersetzen. Dabei werden die benachbarten ZA-Ni nicht nur mit Kronen versehen, sondern zusätzlich mit einem weiteren Ankerpunkt, der auf der Gegner 1/4 beliegenden Seite der Zahnla 1/4 CKI befestigt ist. Diese Art der Bra 1/4 CKI bietet eine besonders hohe Stabilität und Belastbarkeit. 5. Die kombinierte Zahnbra 1/4 CKI. Die kombinierte Zahnbra 1/4 CKI ist eine individuell angefertigte Lassung, die verschiedene Elemente der oben genannten Zahnbra 1/4 Kenaten kombiniert. Dabei kann in beispielsweise Implantate mit konventionellen Kronen und Bra 1/4 Zecken kombiniert werden, um eine optimale Ästhetik und Funktionalität zu gewährleisten. Die kombinierte Zahnbra 1/4 CKI ist besonders geeignet FA1/4 komplexe FALI von Zahnla 1/4 Zecken. Insgesamt gibt es also eine Vielzahl von verschiedenen Arten von Zahnbra 1/4 Zecken, die jeweils ihre eigenen Vor- und Nachteile haben. Welche Art der Zahnbra 1/4 CKI FA1/4 sie am besten geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der GAA-I der Zahnla 1/4 CKI, dem Zustand der benachbarten ZA-Ni und ihren individuellen Vorlieben. Bevor Sie sich jedoch FA1/4 eine Zahnbra 1/4 CKI entscheiden, ist es wichtig, sich von einem Zahnarzt oder einem Spezialisten beraten zu lassen, um die beste Lassung FA1/4 Ihr individuelles Problem zu finden. Abschließend lässt sich sagen, dass Zahnbra 1/4 Zecken eine effektive Methode sind, um Zahnla 1/4 Zecken zu schließen und das ästhetische Erscheinungsbild des Mundes zu verbessern. Indem Sie sich A1/4BER die verschiedenen Arten von Zahnbra 1/4 Zecken informieren und sich von einem Experten beraten lassen, können Sie sicherstellen, dass Sie die FA1/4 Sie optimal geeignete Lassung finden.